Guten Abend, mein Name ist Herbert. Und heute Abend reisen wir an die malerische Küste von Virginia. In dieser Erzählung, geschrieben von Phoebe Smith, geht es um die Legende einer Herde von Pferden, die seit Jahrhunderten frei in der Wildnis leben. Doch bevor wir anfangen, machen wir es uns erst einmal bequem. Löse dich von Anspannung und Stress, indem du ein paar Mal langsam und entspannt ein- und ausatmest. Atme tief ein und langsam wieder aus. Lass dich mit deinem ganzen Gewicht auf dein Bett sinken. Wenn du bereit bist, schließe deine Augen. Jetzt, wo du bequem unter der Decke liegst, können wir mit unserer Geschichte beginnen. Alles begann mit einer stürmischen Nacht auf hoher See. Wir schreiben das Jahr 1750. Es regnete in Strömen und der Himmel hing tief und grau über dem Meer. Die Wellen sahen aus wie schäumende weiße Pferde, die der weit entfernten Küste mit aller Kraft entgegengaloppierten. Inmitten dieser mächtigen Naturgewalt des Atlantischen Ozeans befand sich ein Holzschiff aus Spanien, das sich einen furchtlosen Kampf mit den Wellen lieferte. Es dauerte jedoch nicht lange, bis es auf Grund lief, da es den Bedingungen der amerikanischen Ostküste nicht länger standhalten konnte. Sobald das Schiff aufgelaufen war und zum Stillstand kam, stürmte die Besatzung von Bord und rettete sich an Land. Doch das Schiff hatte noch eine besondere Fracht geladen, die im Laderaum zurückgelassen wurde. Und diese Fracht entschied sich auch dazu, an Land zu gehen. Es waren Ponys. Kastanienbraune Ponys mit einem weißen Abzeichen auf dem Kopf, das die Form eines Diamanten hatte und mit dem sie aussahen, als trügen sie Rittermasken mit Nasenschutz. Ihre langen, weißblonden Mähnen wehten im Wind des salzigen Moors, das sich vor ihnen auftat. Da von ihren Besitzern weit und breit nichts zu sehen war, beanspruchten sie dieses Gebiet als ihr neues Zuhause. So geht die Geschichte, die sich die Bewohner der Küstenregionen von Virginia seit über 100 Jahren erzählen. Eine Schriftstellerin hatte daran besonderen Gefallen gefunden und schrieb ein Kinderbuch über eines der Ponys, das sie Misty nannte. Daraus entstand eine in den USA beliebte Bücherserie, die die Legende um die Ponys aus dem Meer in den Köpfen von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen verankerte. Auch wenn niemand sicher sein kann, dass die Geschichte wirklich so passiert ist. Hier auf der Insel Assateague, gerade einmal 2 Stunden Autofahrt von Washington D.C. entfernt, leben 150 wilde Ponys. Ob sie nun wirklich durch die Strandung eines spanischen Schiffs hierhin gelangten, sei dahingestellt. Wahr ist, dass sie tatsächlich niemandem gehören. Freiwillige Helfer aus dem nahegelegenen Dorf Chincoteague kümmern sich um sie. Doch es sind nicht irgendwelche freiwilligen Helfer. Es sind Feuerwehrleute, die sich nicht nur um ihre Gemeinde kümmern,
sondern auch um die Ponys. Bis 1920 waren die Ponys sich selbst überlassen. Doch als es immer mehr wurden, erklärten sich die Frauen und Männer der Feuerwehr bereit zu helfen. Die sogenannten Saltwater Cowboys organisieren jedes Jahr eine als Pony Swim bekannt gewordene Veranstaltung. Die Zuschauer kommen aus allen Ecken der USA. Manche nehmen noch viel weitere Anreisewege in Kauf. Sie alle möchten den wilden Ponys beim Schwimmen zusehen. Der Startpunkt befindet sich auf der Insel selbst. Die Cowboys treiben die verschiedenen Gruppen von Ponys an die Küste. Bei Ebbe werden die Ponys an der flachsten Stelle ins Wasser geführt, von wo aus sie in kurzer Zeit das Festland erreichen. Der Anblick dieser majestätischen Vierbeiner, die wie Seepferdchen aus dem Wasser traben, ist so legendär wie magisch zugleich. Zahlreiche hellbraune Körper, die an Land gehen. Sie bewegen sich graziös und majestätisch ans Ufer und laufen mühelos auf der Hauptstraße an zahlreichen Gebäuden vorbei, wobei ihre Hufe ein angenehmes, entspannendes Geräusch machen. Dieses Geräusch ist so beruhigend, dass es zusammen mit dem Anblick von mehreren hundert Ponys beinahe hypnotisch wirkt. Die Zuschauer jubeln und lachen und manche weinen sogar vor Freude über das wunderbare Spektakel. Dabei ist dieses Ereignis nicht die einzige oder gar beste Art, die legendären Ponys von Chincoteague zu bestaunen. Am besten ist es, selbst aufs Meer zu fahren. Große Boote bieten den Gästen täglich die Chance, die Ponys von Weitem durch Ferngläser zu betrachten. Wer den Pferden noch näher sein möchte, um ihnen von Angesicht zu begegnen, muss sich in ein Kajak setzen. Die beiden Chincoteague-Inseln mit dem gleichnamigen Ort und Assateague, auf der die Ponys leben, sehen aus der Luft aus wie ein komplexes Labyrinth aus engen, verschlungenen Wasserkanälen. Mit Kajaks kann man sich beinahe geräuschlos selbst durch flache Gewässer bewegen, da sie nah an der Oberfläche über das Wasser gleiten. Aus dem Wasser ragt ein großer Ast, auf dem sich viele Seevögel eine Pause gönnen. Möwen mit weißen und grauen Federn sowie Reiher und Strandläufer teilen sich die provisorische Sitzstange und säubern akribisch ihr Gefieder. Abwechselnd breiten sie ihre Flügel aus, um die Wärme des Sonnenlichts zu absorbieren, während Wassertropfen von ihnen abperlen. Die gigantischen Flügel eines Fischadlers, der am Himmel seine Runden zieht, werfen kurz einen Schatten auf das Wasser. Der Fischadler schraubt sich in die Höhe und lässt sich dann auf einem der zahlreichen Bäume am Ufer nieder. Das Land nähert sich und der unverwechselbare, orangefarbene Schnabel eines Austernfischers leuchtet vor der erdfarbenen Kulisse des grasbewachsenen Ufers. Der lange, dünne Schnabel, der einem Strohhalm ähnelt, hilft ihm bei der Suche nach einem schmackhaften Abendessen. Das Kajak gleitet beinahe geräuschlos
durch das hohe Gras. Und doch spürt der Vogel, dass sich ihm jemand nähert. Doch er ergreift nicht die Flucht, sondern läuft langsam auf das Gras zu. Er braucht nur wenige Schritte, bis er, wie von Zauberhand, verschwindet. Die Luft wird salzig, als der erste Salzwasserkanal vor dir auftaucht. Er schlängelt sich wie ein Korkenzieher durch die weideartige Landschaft hin und her. Auf beiden Seiten des Wassers erstreckt sich das schlammige Ufer. Bei genauerem Hinsehen wird deutlich, dass es von winzig kleinen Löchern durchzogen ist. In diesen Höhlen leben Krabben. Sie sind so klein, dass sie mit bloßem Auge beinahe nicht wahrzunehmen sind. Ihre durchsichtigen Körper bewegen sich durch ein Netzwerk an Unterwassertunneln, ganz ungestört und kaum sichtbar. Es ist fesselnd, sie dabei zu beobachten. Du stellst fest, dass du genauso klein aussehen würdest, wenn sich jemand dieses Geflecht aus Bächlein, Flüsschen von hoch oben aus dem blauen Himmel anschauen würde. Du wärst ein winziger, dahingleitender Mensch in einem Labyrinth aus klarem Wasser und jadegrünem Gras. Es scheint, als würde sich dieses Gras jetzt bewegen. Doch nicht wegen der sanften Brise, nicht wegen des leichten Windhauchs, den du sanft auf deinen Wangen wahrnimmst. Es sind die freundlichen Ponys von Chincoteague, die neugierig geworden sind und sich ihren Besucher gerne von nahem ansehen möchten. Da dein Kajak wirklich kaum ein Geräusch von sich gibt, haben die Ponys keine Angst vor dir, anders als bei lauten, motorbetriebenen Booten. Sie sind nur sehr, sehr neugierig. Ihre Augen, die aus ihrer Mähne hervorblitzen, schauen dich interessiert an. Du nimmst ein Gefühl der Verbundenheit wahr. Ein Gefühl von Verständnis. Die Ponys wissen, dass du sie lediglich beobachten möchtest. Genau wie sie dich beobachten. Eine Weile stehen sie nur da und schauen dir tief in die Augen. Betrachten dich ganz genau. Und du tust das Gleiche. Du nimmst wahr, wie das Fell um ihren Mund vom Grasen ganz nass und glänzend ist. Ihre Hufe sind von einer dünnen Schicht Schlamm bedeckt. Derselbe Schlamm, in dem du eben die kleinen Krabben beobachtet hast. Du siehst, wie die Ponys ihre langen Schweife benutzen, um damit die Fliegen zu verjagen, die um sie herumschwirren. Nach ein paar Minuten des gegenseitigen Beobachtens schlendern die Ponys langsam davon, um weiter zu grasen. Sie sind dabei trotzdem so nah bei dir, dass du ihren Geruch wahrnehmen kannst. Der Duft ihrer Mähnen vermischt sich mit dem salzigen Wasser und dem frischen Gras. Du fühlst dich ganz ruhig und entspannt. In deiner Hand spürst du das Paddel, das du benutzt hast, um dich im Wasser vorwärts zu bewegen.
Obwohl du still in deinem Kajak sitzt, fließt die Strömung an dir vorbei. Da es in diesem Gebiet Ebbe und Flut gibt, gestaltet es sich manchmal unmöglich, das Festland zu erreichen, da das Wasser plötzlich verschwindet. Durch die Anziehungskraft des Mondes, der längst noch nicht sichtbar ist. Das leise und sanfte Wiehern eines der Ponys bedeutet, dass sich ein weiteres Lebewesen in der Nähe befindet. Es könnte eine der wunderschönen Schildkröten sein, die sich gemächlich, aber zielstrebig einen Weg am hügeligen Ufer bahnen, das durch das Wasser geformt wurde. Es könnte auch ein weißer Reiher auf seinen dünnen, schwarzen Beinen sein, diese sich gerne im dichten Gestrüpp aufhalten, ganz in der Nähe der Ponys also. Oder vielleicht ein Sika-Hirsch, der, obwohl er wesentlich kleiner als seine Artgenossen ist, tagsüber selbstbewusst über die Insel streift und sich souverän inmitten der Ponys bewegt, nachts aber die sichere Umgebung der Sanddünen bevorzugt. Es könnte auch ein neugieriger Rotfuchs sein, der langsam durch das Dickicht schleicht. Die Ponys kümmert das alles nicht. Die Stimmen zahlreicher Vögel sind zu vernehmen. Von Zwergfalken, die viele andere Vogelarten nachahmen können, über Gelbfußregenpfeifer und Braunpelikane bis hin zu Scherenschnäbeln. Letztere bewegen sich eindrucksvoll über die Wasseroberfläche und schaufeln mit Hilfe ihres unverwechselbaren Schnabels, der wie eine Tasse geformt ist, Fische auf. Ähnlich verhalten sich deine Paddel im Wasser, während du langsam an der Insel vorbeiziehst. Die Hitze des Tages nimmt langsam ab und die Gezeiten beginnen sich zu verändern. Es ist an der Zeit, sich von den Ponys zu verabschieden. Du bewegst dich genauso vorsichtig durch das Wasser wie zuvor. Ein Schiffswrack bedeutet eigentlich nichts Gutes. Doch hier, in Chincoteague, zwischen den sich schlängelnden Kanälen aus Meereswasser, inmitten den Flügelschlägen von Vögeln und den Geräuschen der Bäume, die sich im Wind bewegen. Hier ist dies anders. Die wilden Ponys haben eine Zufluchtsstätte gefunden, die ihr Zuhause ist. Einen Ort, der immer friedlich und ruhig ist. Direkt am Wasser. Und nur wenige Paddelschläge entfernt vom Festland.